Mein Name ist Claudia von Brauchitsch, ich bin Anchorwoman bei Sat.1 und ich bin hier in L.A., um die Models auf künftige Interviews vorzubereiten. Ich habe mir überlegt, dass ich sie in Dreiergruppen befragen werde. Ganz allgemeine Fragen, paar spezielle, vielleicht auch ein paar fiese Fragen. Ich möchte sehen, wie sie reagieren. Ich möchte sie mit Instagram und Social-Media-Kanälen konfrontieren, wie sie dazu stehen, was sie dazu sagen, wie sie sich einfach in einer Interviewsituation verkaufen. Ich bin sehr neugierig, wie die Models leben und vor allem, wie sie auf mich reagieren werden. Claudia. Hallo, ich bin Vivian. Hallo Vivian. Machst du dir gerade die Haare? Nein, ich wollte gerade, das habe ich hier gestern untersuchen lassen und das wollte ich gerade. Wolltest du gerade aufbauen? Genau. Hallo. Ich habe Claudia als erste von uns in der Villa gesehen und ich habe sie angeguckt und sie hat mich angeguckt und sie musste überhaupt nicht sagen, wer sie ist. Ich wusste genau, was sie hier will und was sie macht. Spektakulärer Ausblick. Hi. Hallo, hallo. Guten Morgen. Claudia, also ich habe sie sofort erkannt und dachte, okay, heute geht's los. Es kommt wahrscheinlich das Interview-Teaching vorbereiten. Jetzt wird's ernst. Ist ja riesig. Wo ist der Rest? Ich habe gesagt, ah, okay. Okay, welche Leichen hast du im Keller? Was hast du in deinem Leben falsch gemacht? Was könnte angesprochen werden, womit du gar nicht rechnest? Hallo? Ja. Ist das Claudia? Ja. Claudia, hallo. Ist das Claudia? Wurde ich schon angekündigt? Ja. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, war ich, ja, also war schon so eine Energie, wo ich ein bisschen Angst bekommen habe. Die Models erwartet gleich beim Interview kritische Fragen, auch nicht so ein angenehmes Setting. Also ich möchte nicht, dass sie sich gleich so wohl und so sicher fühlen. Sie sollen ruhig das Gefühl haben, oh, da ist jemand, der bohrt vielleicht auch nach und wird unbequem. Also ich war ja jetzt eigentlich ganz nett, wie ich fand. Aber jetzt bin ich nicht mehr so nett. Also ich habe nur Angst, einfach nicht die richtigen Worte zu finden, weil das werden richtig wichtige Fragen besprochen. Ja, davor habe ich auch richtig Angst. So Angst. Ich glaube, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass man sich von der Frau halt auch nicht einschüchtern lässt. Ja. Weil ich glaube, sie hat schon so einen gewissen, so ein autoritäres. Wenn du da auf einmal sitzt, so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich glaube, die beste Strategie ist einfach mitzugehen, sich auf das einzulassen, was sie redet. Vielleicht auch nicht unbedingt ihr frech gegenübertreten, weil ich glaube, das könnte auch ein Problem darstellen. Also einfach sich kurz zurücklehnen, überlegen. Ich glaube, alles andere verunsichert einen selber und bringt einem im Endeffekt nichts, wenn man irgendwie nur Kauderwelscher redet. Ich heiße sie Vivian und Coco. Yes. Viel Spaß, Mädchen. Ich habe Angst, dass es irgendwas ist, womit ich gar nicht rechne und was ich schon längstens vergessen habe. Ich glaube, dass bei mir schon ein bisschen Spice da ist. Also ich glaube, ich bin eine Person, da gibt es einfach viel zu bereden. Aber ich stehe zu allem, was ich mache und es ist mir jetzt auch wichtig, das genauso auch zu formulieren. Und deswegen bin ich halt aufgeregt, weil ich einfach die richtigen Worte finden will. Okay, Cassie, ich habe ein bisschen recherchiert. Und hab Folgendes gefunden. Fragen mich schon wieder, ob ich bieben. Ich steh für Bambi. Da sind Mittelfinger. Die sollen was genau sagen? Also natürlich spreche ich damit nicht direkt irgendeine Person an, der ich den Mittelfinger zeigen möchte, sondern es ist ein bisschen dieses I don't give a fuck. Und der Booty ist nice, eine Bitch sucht Streit. Was ich, glaube ich, auf vielen Bildern und auch generell einfach so repräsentiere. Und der Rest ist dir scheißegal? Ja, also mir ist vieles nicht scheißegal, aber gerade wenn es so um Leute geht, die mich verurteilen, die irgendwie mich in eine Schublade stecken, an die Leute richtet sich der Mittelfinger, würde ich sagen. Hast du schlechte Erfahrungen im Netz gemacht oder warum bist du da so? Ja, also ich musste oft schon mit vielen Vorurteilen kämpfen durch mein Äußeres, dass Leute gesagt haben, ich bin eine Schlampe oder ich bin billig. Ich weiß, dass viele Leute sowas sehen und denken, oh Gott. Aber ich stehe dazu, zu allem, was ich gemacht habe und lasse mich nie wieder in Schubladen stecken. Gerade auch, um zu zeigen, dass ich trotzdem auch in der Grundschule arbeite, trotzdem studiere, trotzdem dies und das mache. Und trotzdem vielleicht einen Freund habe und in meinem Leben nur mit drei Typen geschlafen habe und das überhaupt nichts auszusagen hat, dass ich mich so im Internet präsentiere. Und versuche zu zeigen, hey, ich bin das nicht, ich kann so viel mehr sein als das, was ihr da seht. Ich persönlich finde deine Ausstrahlung sehr positiv. Ich finde, du bringst auch das, was du sagst, sehr gut rüber und bist im Übrigen auch sehr gut vorbereitet auf dieses Interview und auf die Bilder. Dankeschön. Cassie hat ein wahnsinniges Selbstbewusstsein, das zeigt sie auch nach außen. Die ist ganz klar, die ist authentisch, die verstellt sich nicht, die weiß ganz genau, warum sie sich wie in Szene setzt. Und ich finde, sie macht das ganz gut. Du sitzt wahnsinnig gelangweilt da, wenn ich das sagen darf. Gelangweilt? Total gelangweilt.
Du schaust nach links und rechts und bist die ganze Zeit so, ah, leicht blasiert, würde ich fast sagen. Wie geht's dir sonst so? Mir geht's eigentlich ziemlich gut. Ich bin froh, hier zu sein. Und ich bin stolz auf mich, dass ich schon, es so weit schon gebracht habe und dass ich mich so lange durchsetzen konnte. Und ja, ich hoffe, ich darf noch ganz lange hier sein. Das ist interessant. Das, was du sagst und das, was du ausstrahlst, sind zwei Paar Stiefel. Mhm. Wie findet ihr, wie Coco rüberkommt? Cassie? Also, ich finde, es steckt mega viel Potenzial in dir. Und ich habe, glaube ich, auch schon öfter gesagt, dass du deine Gefühle, glaube ich, so wie die sie eigentlich sind, vor der Kamera nicht so zeigst. Also ich glaube, dass so viel noch mehr dahinter steckt, als das, was du preisgibst. Aber ich glaube auch, dass sich das über die Zeit entwickelt. Also dass man vielleicht auch erstmal mit der Situation umgehen lernen muss, mit den ganzen Kameras und wie man sich selber dann da darstellt und wie sehr man selbst sein möchte. Aber ich glaube, dass das langsam bei dir rauskommt. Vivian, was ist deine Meinung zu Coco? Ich persönlich stimme Cassie schon zu. Ich habe aber auch den Eindruck, dass du schon oft versuchst, also wenn du mit irgendeiner Situation konfrontiert wirst, dir irgendwie einen Ausweg zu suchen. Hast du ein konkreteres Beispiel dafür? Eine Situation, die dir durch den Kopf geht? Grundsätzlich, also ich würde sagen... Nee, konkreter. Konkreter, nicht grundsätzlich. Okay. Also... mir fällt jetzt gerade kein bestimmtes Beispiel ein. Also eben zum Beispiel, als wir über die ganze Situation gesprochen haben, dass du nach Hause möchtest und so weiter, also ich persönlich habe immer den Eindruck, dass du halt versuchst, aus irgendeiner Situation zu flüchten. Also dass du nicht auf den Punkt gebracht sagst, was du fühlst. Und das könnte dir vielleicht hier in dieser Sendung ein bisschen mehr weiterhelfen. Sagst du vielleicht auch manchmal die Unwahrheit oder verklausulierst du? Nein, ich lüge nicht. Ich lüge nie. Nur so emotionsbedingt, ich bin kein Mensch, der viel und offen seine Gefühle kundtut. Mhm. Das liegt nicht daran, dass ich keine habe, im Lebenswort. Ich bin ja kein Stein. Aber ich teile meine Gefühle halt eigentlich mit niemandem. Also ich bin halt sehr in sich gekehrt. Das heißt nicht, dass ich keine habe. Aber du hast geäußert, dass du nach Hause möchtest. Mehrmals. Mich persönlich hat es gestört, einfach weil ich hier ein Ziel verfolge und dass ich da gegen jemanden antreten muss, der das vielleicht eigentlich gar nicht will oder dass man, keine Ahnung, mehr Follower kriegt oder was auch immer, irgendwas, was man hieraus halt schlagen kann. Aha. Dass das halt irgendwie... Okay, das ist ja ein klarer Vorwurf gegen dich. Du bist hier und dein einziges Ziel ist, mehr Follower zu haben. Ich denke, wenn man nur... Geschichten über mehrere Ecken hört, dass sich da verschiedene Versionen einbürgern bei den Einzelnen. Und ich denke, somit konnte dieses, sie möchte nur mehr Follower haben, auch irgendwo sprießen und dann wachsen. Aber ich bin nicht hier, weil ich mehr Follower haben möchte. Aber das ist doch schön, dann bist du doch jetzt genau an der richtigen Stelle und kannst mal Klartext reden. Ich möchte hier gewinnen, ich möchte da vorne stehen, ich möchte den Titel haben, ich möchte die Jobs, so viele es geht, ich möchte hier weit kommen, ich möchte mir etwas aufbauen, ich möchte in der Modelbranche tätig werden und das ist, warum ich hier bin. Und ich denke, das ist eigentlich bei jedem so. Mhm. Vielen Dank für eure Offenheit. Dankeschön. Alles Gute für euch. Dankeschön. Ich finde, dafür, dass sie so teilnahmslos wirkt oder so zurückgezogen ist, sie verhältnismäßig gut mit den Interviewfragen bzw. mit den Angriffen auch auf sie umgegangen. Oh mein Gott. Erzähl. Es ging darum, dass ich halt Heimweh hatte und halt die Show verlassen wollte. Ach, habe ich die Fassung nicht verloren. Ich habe ganz normal auf ihre Fragen geantwortet. Ich habe den Eindruck, dass Coco auf das, was sie angesprochen wurde, und das macht sie auch grundsätzlich, würde ich sagen, hier in der Villa, versucht, so ein bisschen zu flüchten aus der Situation. Sie versucht, sich einen Ausweg zu suchen, aber so ist es halt.